Im Jahr 2011 kam das Buch Lernen und Lehren mit Technologien, kurz L3T, auf den Markt. Und das ist ein ganzes Buch, was OER ist. Aber es gibt nicht nur dieses Buch, natürlich ist das dann auch im Internet verfügbar und hat ganz viele Services ringsrum. Und könnt so ein bisschen auch das Feld aufmachen dafür, welche neuen Geschäftsmodelle es um und mit OER geben kann. Schauen wir doch mal rein in L3T. Das hier ist bereits die zweite Auflage, die 2013 erstellt wurde. Und wir sehen hier ganz viele Kapitel, die sich rund um das Lernen und Lehren mit Technologien beschäftigen. Und wählen da mal einen aus. Die einzelnen Kapitel stehen jeweils als PDF zur Verfügung, entweder zum Herunterladen oder auch zum Ansehen direkt im Browser. Und auch als EPUB-Version, damit man sie sich auf einen E-Reader herunterladen kann. Wer möchte, kann sich das Buch natürlich auch gedruckt kaufen, allerdings ist es recht teuer, da der Druck über einen Print-on-Demand-Anbieter realisiert wird. Print-on-Demand heißt, das Buch wird genau dann gedruckt, wenn es bestellt wurde und ist deswegen in dieser kleinen Auflage doch recht teuer. L3T steht unter der Lizenz CC BY SA in der aktuellen Ausgabe. Bei der vorher hatte man noch die Lizenz CC BY NC ND gewählt, weil diese den traditionellen Veröffentlichungsmodalitäten irgendwie sehr nahe kam. Also man wollte nicht, dass es kommerziell genutzt ist oder man war sich da nicht sicher. Und man wollte auch nicht, dass am Text groß was verändert wird, da der Autor mit seinem Namen ja drüber steht. Allerdings hat sich das dann später in der Praxis gezeigt, das macht es sehr schwer, hiermit wirklich zu arbeiten. Denn gerade mit der ND-Lizenz darf ich zum Beispiel die PDFs nicht verändern. Ich kann zum Beispiel nicht 2, 3 einzelne Kapitel in einen PDF packen und bequem an meine Studierenden oder an meine Lernenden verteilen. Diesen Fehler hat man dann korrigiert und ist bei der 2013er Version auf eine freie Lizenz gegangen. Auf der L3T-Seite finden sich allerdings auch ein paar kleine Gimmicks. Zum Beispiel hier im Analytics-Bereich sieht man, wie oft das Buch oder die Kapitel daraus heruntergeladen wurde. Also wenn ich mir jetzt hier so ein Kapitel aussuche, zum Beispiel eins, an dem ich selber mitgeschrieben habe, dann wird mir da ausgegeben, wie oft das bereits heruntergeladen wurde. Das Buch L3T und seine Kapitel sind ja unter einer freien Lizenz erschienen. Das heißt, man konnte hinterher auch damit weiterarbeiten. Eine mögliche Anwendung ist die Programmierung von Apps. Für iPhone, für Android und als E-Book-Version für verschiedene Systeme sind so eine Reihe von Apps erschienen und werden hier auf dieser Seite aufgeführt. Außerdem erlaubt ja die freie Lizenz, dass man es an andere Formate überführen kann. Hier für das Austria-Forum ist es zum Beispiel so eine interaktive Klick-Vorschau überführt worden. Gerade durch die freie Lizenz habe ich aber auch die Möglichkeit, mir die Inhalte zu nehmen und einfach ganz anders zusammenzusetzen, so wie es für meinen Lernzweck eigentlich da passt. In diesem Fall habe ich aus dem Projekt Zupal mal ein Beispiel rausgesucht, da habe ich so ein kleines SCORM-Paket gebaut und kann mich hier durch die einzelnen Teile der Barbecue-Typologie aus dem L3T-Buch durchklicken. Auch in OER-Lehrbuch, aber beim Schulbuch Romaten geht es um Biologie. Wie es der Name schon sagt, beim Schulbuch Romaten handelt es sich um ein Schulbuch, und zwar im Fach Biologie der 7. und 8. Klasse. Das Ganze steht online zur Verfügung, mit 4 Medien ausgestattet, die unter einer freien Lizenz stehen, und man kann es sich als EPUB, PDF und iBook herunterladen. Ein spannender und vor allem auch ein besonderer Aspekt ist, dass der Schulbuchromat über eine Crowdfunding-Aktion finanziert wurde. Auf der Crowdfunding-Plattform StartNext wurde dazu aufgerufen, dass man für das Projekt spenden soll. Es gab verschiedene Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen. Und auf der Webseite von dem Schulbuchromaten findet man jetzt auch eine Auflistung von den Menschen, die damals für das Buch gespendet haben. Wir haben uns jetzt zwei Beispiele angeschaut, da ging es um den Content, der frei lizenziert war und der zur Verfügung gestellt wurde. Bei Tutori, einer Plattform für interaktive Arbeitsblätter und mehr, geht es darum, dass die Plattform die Arbeit mit OER unterstützt. Wenn man sich die Plattform Tutori so anschaut, dann sieht man erstmal eine Möglichkeit, wie man Arbeitsblätter sehr einfach erstellen kann. Man kann entweder eine Vorlage nutzen oder ein eigenes Dokument anlegen. Man kann Überschriften hinzufügen. Was hat das Ganze jetzt mit OER zu tun? Das sehen wir am besten, wenn wir mal nach einem Bild suchen und was einfügen. Tutori ist an verschiedene Bilddatenbanken angegliedert und wenn ich mir jetzt hier eins raussuche und hier drüben einfüge,
kann es natürlich auch frei platzieren, mit ein bisschen Raster, was das Ganze hübsch aussehen lässt. Und dann die Informationen mir dazu anschaue, dann sehe ich, Tutori hat auch bereits die Metadaten erkannt, die ich dazu brauche und nennen muss, wenn ich dieses Bild benutze. Auch hier oben gibt es eine Übersicht dazu, ob alle Bilder lizenziert sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild selber hochlade, dann wird er mir sagen, bitte gib doch noch die Lizenzinformationen an. Mit Tutori kann man also wirklich komfortabel Arbeitsblätter erstellen und auch die Nutzung von OER-Materialien wird dadurch sehr erleichtert. Aber die andere Seite des Geschäftsmodells fragt natürlich danach, wie sich das finanziert. Bei Tutori gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist die kostenfreie, bei der man nur eine begrenzte Anzahl private Dokumente verwalten kann. Das heißt, ab einer bestimmten Anzahl muss man diese wirklich für alle veröffentlichen. Das fördert natürlich auch die Nachnutzung. Hat aber vielleicht einen Nachteil, wenn man Inhalte erstellen möchte, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Da gibt es aber die Lösung über ein Freemium-Angebot, bei dem man aktuell 60 Euro bezahlt für 12 Monate und kann dann mehrere private Dokumente verwalten. Und es gibt auch noch ein paar Zusatzfeatures, die es in der kostenfreien Version nicht gibt. Der Aufbau der Plattform wurde über Fördermittel bezahlt und so wird aktuell versucht, dieses Angebot kostendeckend und gewinnbringend zu erhalten.